So. Geschafft. So, Diary, also Tagebuch 1. Das Kind ist heute Morgen rausgetapschelt. Er ist zum Liebhaben. Adorable? Es ist das Kind von der Mariko in Raum 202. Sobald Marika realisiert hat, dass ich nach dem Sohn geschaut habe, hat sie ihn gepackt und sofort rein ins Haus gezogen. Und hat geschrien dann, ja, hier, geh weg von meinem Sohn. Bin ich denn irgendwie ein Germ? Perverser oder was? Oder keine Ahnung? Zum Liebhaben passt. Okay. Ja, halt irgendwie jemand, der das Kind entführen will oder sonst irgendwas, keine Ahnung. So, ich habe alle Tagebücher. Und alle Pakete abgeliefert. Was muss ich jetzt machen? Wir zum Wagen gehen. Virus krank, ja, irgendwie sowas halt, ne? Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe alle Pakete abgegeben. Ah, guck mal, hier ist jetzt auch zu. Hast du das Geld schon abgegeben? Ach so. Nee. Wo waren der nochmal? 105, ne? Ach so. Geld in Hand nehmen. Money. Bitteschön. Hä? Was wird das denn jetzt? Also heute Morgen habe ich Yukichi in Raum 105 reinlaufen sehen. Scheint so, als wäre Priester und ich denke... Er ist so eine Art von Mensch. Quatsch. Und ich denke, er ist ein freundlicher Mensch oder eine freundliche Person. Und darum bin ich hingegangen und habe mit ihm geredet. Was ist die Week? Ist das nicht, Weakness ist doch so. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Also was ist die Person, also was macht die Person gerade? Ich denke... Ich möchte es nicht sehen... Schwach, okay. Ja, keine personelle Person, genau. Schwach. Also was ist mit dieser schwachen Person? Quatsch, was macht die schwache Person?
Ich kann's nicht sehen. Just useless without money. Ich glaube, also ich kann es jetzt nicht wirklich wörtlich übersetzen, aber ich denke, es heißt sowas, was macht die schwache Person da? Ich kann das ohne Geld, also wir wissen ja, der Priester will das mit dem, will immer Geld haben und ist geldgeil, der Typi, von wegen nette Person. Und deshalb sagt er, ja, bring die hier nie wieder zu mir, das kann ich nicht, wenn die kein Geld hat. Und ja, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten... Ja, schlechten Tag gehabt oder sowas. I don't want to see. Ich möchte es nicht sehen. Aber der Satz ist komisch. Lern ihn nicht so. Ah, okay. Anders, was machst du Lauch hier vor meiner Tür? Verzieh dich, Hartz-IV-Empfänger. Ich möchte sowas wie dich nicht vor meiner Tür haben. Das ist eine gute Übersetzung. Die, das, ja, genau so. Mhm, gut. Okay. Jetzt habe ich das Geld abgegeben. Und nun? Jetzt haben wir immer noch eine Bottle of Water. Hier ist nichts mehr. Aber der Fahrstuhl ging wieder, ne? Ist wieder grün. War das Geräusch schon vorher da? Ich kann nicht mehr raus. Ich kann nicht mehr aus dem Fahrstuhl gehen. Willst du mich verarschen? Ich brech ab. Ah. Scheiße, nee. Ich hab das blöde Kind wieder. Da! Nimm deine Kackblach! Errungenschaft freigeschaltet, Package Delivery. Super. Kind ist wieder da, ich kann nach Hause fahren. Ich fahre jetzt. Achso, der ist ja wieder da hinten, ne? Kannst mich mal am Arsch lecken, Spiel, echt. Was ist das denn jetzt schon wieder? Noch ein Paket. Nee, ich will nicht mehr. Ich hab mich so erschrocken, ne? 404. Sind wir jetzt wieder in der anderen Welt? Ja, ne? Hier sind die Treppen sind, die Leitern sind weg. Aber übrigens ein kleines Päckchen. Habe ich eigentlich hier jetzt irgendwas umgestoßen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Kalter Kaffee. Nee, hätte ich jetzt echt nicht so gerechnet, dass da so viele... Es war ja eigentlich gar nichts, ne? Aber dass ich so viele Schockdinger habe. So, ich muss noch vier wieder. 404. Krass.
Echt krass. Das mit den Leitern fand ich jetzt nicht so genial, aber so der Rest. Ja, schon ganz gängig. Lustig irgendwo und gleichzeitig gruselig. An der Stelle erschreckt sich jeder. Beste Stelle, toll! Hier haben wir schon mal ein Paket abgeliefert. 404. Ist das das mit dem Blutfleck? Das, ich habe mir das nicht gemerkt. Kili, kannst du mal kurz übersetzen? Nee, das ist aber nicht der hier, wo die... Wo die Bilder hingen, oder? Ist das der Raum? Das... Doch, das ist das. Das ist das Apartment, wo die ganzen Bilder hingen. Lass mal offen, ja. Okay, hier geht nicht rein. Ach nee. Das ist... Ja, nee, ist klar. Den meisten fällt übrigens auch erst auf, dass sie aus dem Fahrstuhl nicht rauskommen, wenn sie Tasten gedrückt haben und nichts passiert. Das hast du irgendwie übersprungen. Ich wollte einfach wieder raus. Paket vielleicht eben sein Kopf. Ich sehe nichts mehr viel. Also, ich sehe nichts mehr viel, weißt du? Hier raus kann ich nicht. Ja. Das so? Muss das so oder ist das Spiel abgekackt? Was? Hä? Das muss so, okay. Okay, irgendwelche Rechnungen gehe ich mal von aus. Achso, ja. Ja, Payment-Liste da.
Okay, jetzt wird es langsam sehr komisch. Kann doch niemals mehr aufs Klo. Okay. Nun ruckelt's wieder für dich. Die ganze Zeit oder? Weil er zeigt mir ein, zwei ausgelassene Frames jetzt auch an. Ich würde aber sagen, ein bis zwei Frames sind noch da. Echt so schlimm wieder? Ich verstehe das nicht. Tut mir echt total leid, aber ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also das kann definitiv nicht mehr am Internet liegen. Dann muss es an meinem PC liegen. Gut, aber ich weiß nicht, was. Ich habe keinen Plan, was da jetzt gerade passiert ist. Ich habe auch keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Also, wir sind jetzt Bewohner von Apartment 101. War das andere, ne? Da sind wir ja quasi jetzt rausgebeamt worden. Übrigens hat jemand auch die Müllsäcke weggeräumt. Okay. Moin. Kann nichts tun. Ending 2. What? Bad ending? Waren wir das, die da ermordet waren, oder was? Der Hund ist ja geil, der da jetzt dran pinkelt. Ja, schön. Und was ist dann das Gute, dass wir nicht, also hätten wir nicht nochmal in den Raum rennen dürfen? Oder was? Du hast mir vorhin, hast du mir gesagt, ich habe die Chance, irgendwie beide Enden jetzt zu spielen. Also haben wir ab da ja dann irgendwas gemacht. Hätten wir dann von da auch noch das andere Ende machen können. Oh ja, ich sehe die Frames, die brechen hier echt ein.
Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es vielleicht doch irgendwie mittlerweile an Streamlabs liegt. Ich weiß es nicht mehr. Vor allen Dingen, es ging ja die ganze Zeit. Und ich habe eine CPU-Auslastung von 9,6%. Daran kann es nicht liegen. Hast zwei Bedingungen verpasst fürs gute Ende, okay. Jo. Gut. Was, Gronkh war in den Credits? Gronkh war in den Credits? Jetzt habe ich nicht hingeschaut. Ja, cool. Schillers Art. Ja, schönes Spiel. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt wieder nur Pixel sehen.